Das Arbeitervolk begrüßt euch zu einer weiteren Folge Deponia 4. Hallo, der NRW über 18 hier samt Anhang. Hola. Jemand von uns hat heute frei gehabt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer das war. Ich nicht. Deswegen sitzen wir hier nochmal in trauter Zweisamkeit auf dem Jahrmarkt, wo wir im letzten Teil angekommen sind. Wir haben uns ja auch gespannt. Ja, es ist echt erstaunlich, wie dieses Spiel mein Kamerakind gefesselt hat. Das ist, ich glaube, das allererste nach Bernd das Brot. Der hat die gleichen flotten Sprüche drauf wie Bernd das Brot. Ja, der Rufus hat, glaube ich, noch bessere Sprüche drauf. Was mein Kamerakind echt packt, und das soll schon was heißen. Also, wir schauen uns um hier auf dem Jahrmarkt. Bin ich mal gespannt. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ach ja, richtig, das habe ich ja mitgenommen. Versuchen wir das mal. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein trotz mehrerer... Jetzt die Klappe aufmachen. Na, das ist jetzt echt dämlich. Ja, das ist unglaublich. So, jetzt nochmal probieren. Oh. Doppelmist. Hä? Der Ding ist ja zu. Deckel abmachen. Was ist das denn? Ich muss ja erst den Pfeil irgendwo... Nach rechts, nach links. Ja. Doppelmist. Ja, ich denke mal, den Fisch brauchen wir da drin. Aber was ist das für ein Blödsinn? Das ist der Hammer. Hau den Lukas. Was ist das? Ach, das Wurstbot. Warum ist denn da ein Deckel drauf? Das war nochmal die Kamera, die... Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Vielleicht kannst du mit der Bowlingkugel das Ding einschlagen. Na, da habe ich jetzt zwar auch schon dran gedacht, aber ich habe hier keine... Kein Hotspot, wo ich drauf klicken könnte. Vielleicht die andere Richtung mal drücken, hast du da mal überlegt? Da gibt es ja rechts und links. Ich habe eben schon auf links gedrückt. Das Ding scheint aber auch irgendwie blockiert zu sein. Ja, da tut sie nämlich nicht viel, außer dass das Ding wackelt. Halten wir im Hinterkopf. So, was ist jetzt... Ja, Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Und da hatten wir ja beim letzten Mal... Lukas hat vielleicht... Also es ist jetzt... Kannst du mit dem Hammer da das Ding einhauen? Ich kann den Hammer ja nicht nehmen. Oder doch? Ja, und dann jetzt nach rechts oder nach links einhauen? Das macht keinen Sinn. Ja, ich würde das Drosselglied wieder mitnehmen. Ist das nicht mehr raus? Hier, guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Ich habe zwar den Hammer damit benutzt, aber okay. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Hallo? Saftladen. Und das mit den Quietscheentchen, die hat er am letzten Teil auch gesagt, macht ihm keinen Spaß. Immer nur Nieten. Noch eine Niete. Es hört auf, mir Spaß zu machen. Voll der Kinderkram. So ganz ohne Angel. Ich würde das Drosselglied wenigstens mitnehmen, ne? Ja, doch. Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen. Oder mein Köpfchen. Ja, das Spiegellabyrinth war aber auch schon drin. Und hier ist er wieder am Zuckerherz. Hilfe! Zack, eingesackt. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Hier vielleicht dran rum? Ich glaube, dafür benötigt man Immunkräfte gegen 20. So, ein Gulli? Mitten in der... Oh, da unten liegt ein Schlüssel. Mist, sie passt nicht durch das Gitter. Nach Wenzel, Boso und McChronicle ist das jetzt schon die vierte rechte Hand, die sich als große Enttäuschung erweist. Na, was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Gullis? Ach so, nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei mein Spiegelbild. Hilfe! Ein Tuschkasten. Hilfe! Eieiei, ich glaube, der Bediener hier, der sieht schon ein bisschen älter aus. Die Tür ist fest verrummelt. Ich meine, verrammelt. Dafür wahrscheinlich dann der Schlüssel. Dann Hilfe! Da rein und dann können wir die Kiste ja anhalten. Hilfe! So ist meine Theorie. Ist aber nur die Frage, wie wir jetzt den Schlüssel da unten rauskriegen. Ah ja, mit ihm haben wir auch noch nicht geredet. Verschwinde!
Oh. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Eine neue Kugel? Hier ist eine Bowlingkugel. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Ei. Gelenkstange, kannst du die nicht gebrauchen? Vielleicht für den Kran frei zu gelenkeln? Frei zu gelenkeln? Das kenne ich auch noch nicht, das Wort. Klappe zu. Selbstauslöser. Plüms. Hand. Plüms. Selbstauslöser. Und nu? Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Adam Helmer. Goal! Ich brauch alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Das war ja jetzt das Mega-Gespräch schlechthin. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ich verschwinde lieber, sonst krieg ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. So, und hier und haben wir leider... oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Ja. Das ist leider ein bisschen kacke hier in dem Spiel. Die Sounds sind teilweise unheimlich schlecht abgemischt, wie jetzt gerade zum Beispiel, wo er mit den drei Schrottsammlern hier vorne gesprochen hat. War Rufus' Stimme für mich zu leise als sonst. Brauchst du für das letzte Gebot jetzt noch ein paar Vorschläge? Ist schon, nein. Aber diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ein Tusch. Brauchst du einen Tuschkasten? Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Was ist für Goal? Haben wir ein schickes Herz? Ja, wie gesagt, das mit den Sounds, das hat jemand von euch auch schon festgestellt. Aber nun ja, dann lässt sich jetzt leider nichts mehr machen. Fehlt dir was? Ja, die Sprache. Ach, das ist nur der hohe Folsäureanteil in der Luft. Nach einer Weile merkst du das gar nicht mehr. Toll. Da macht er gar nichts. Alles klar. Willkommen. Mann, ey. Wahnsinnig animiert. Ja, nur Bowlingkugel. Alles der Selbstauslöser hier? Ja. Ist es. Ich hatte eben an der Schnur gezogen. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre was anderes. Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den... Tja. Ist jetzt echt die Frage, ne? Bowling spielen in dem Labyrinth. Meinst du? Klirre. Na, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bei meinem Orientierungssinn stellt das ja wohl kaum eine Herausforderung dar.
selbst wenn ich den Eingang finden würde. An meinem Orientierung. Das geht nicht. Boom. Selbst wenn. Nur wenn er davor steht? Nein. Also nur wenn er hier vorsteht, kann er den Hammer benutzen. Das heißt, wir müssen hier irgendwas in unmittelbarer Reichweite damit benutzen. Jetzt ist nur die Frage, was. Und ob wir hier die ganzen Sachen gewinnen müssen. Das ist die nächste Frage. Ich kann das Drosselglied gar nicht mehr, Drosselglied gar nicht mehr rausnehmen. Lustig. Es lohnt sich nicht, meine Sachen durchzunummerieren. Ich kann sie anmalen. Spätestens beim Kapitelwechsel verschwinden sie ja doch wieder. Gerade versucht. Unerklärlicherweise. Die Bowlingkugel. Wofür? Um die dann aus der eine Kristallkugel zu machen. Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen, aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mantel. Es lohnt sich nicht, meine Sachen durchzumischen. Mann, halt doch mal die Klappe. Keine Fotos, bitte. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja, klar. Dann wäre es nämlich eine Fotosession. Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Komm hier, mal ein bisschen anmalen. Das wird ihn nicht interessieren. Hm. Ah, ich sehe, du hast Talent. Mit der Fotowand ein bisschen kaschieren? Ach, nur das Loch. Nein, das ist meine Seite. Und mein Gesicht muss man nicht mit Tüdelkram behängen. Das spricht für sich. Das Herz daran. Die Idee ist gut, aber es hält nicht von allein. Aha. Viel hast du ja nicht. Nee, das ist richtig. Ah! Passt wie angegossen. Natürlich. Ein besonders gutes Motiv gibt das noch nicht ab. Na! Damit wäre nicht außer Krümel im Mantel. Wie doof. Das? Aha! Hey, das passt wie angegopsen. Das könnte später nochmal nützlich werden. Aha. Jetzt ist das aber dein Sitz. Das ist bereits in guten Händen. Die Idee ist gut. Tja. Passt wie angegossen. Aber ein besonders gutes Motiv gibt das noch nicht ab. Wieso nimmt dieses? Ich würde ja gerne die... Aber dafür... Was? Aber jetzt hast du doch den Selbstauslöser da dran. Doch, keine Ahnung. Es steckt auf jeden Fall da drin. Das ist bereits in guten Händen. Vielleicht mit der Hand? Das ist bereits in guten Händen. Nein, das ist unmein. Tja, die Kamera muss dann wohl tatsächlich dann da. Warte mal. Vielleicht mit der Kamera da? Nee. Was soll das denn für einen Sinn machen? Na, das Blitzlicht. Bei meinem Orientierung. Nee. Selbst wenn. Das ist gerade so ruhig. Ich glaube, die Sounds stimmen ein bisschen nicht. Bowlingkugel da rein. Das spielt man mit einer Angel. Ich habe aber keine Angel. Mit dem Tuschkasten. Das spielt man mit. Mit dem Herz, eindeutig. Das spielt. Das sind diese Verzweiflungstaten, die ich hasse. Ah! Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Tja, da oben die Bowlingkugeln, den dann da drauf knallen lassen. Aber geht ja jetzt nicht. Weil? Ich kriege ja jetzt hier gar nichts mehr. Auslöser. Hm, hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Die Kamera verwursten. Hier, guck mal. Ein Foto. Es scheint ihm Wurst zu sein.
Ganz toll. Oh, nee. Den Liebestunnel nicht gesehen. Oh, scheiße. Stimmt, da waren wir ja noch gar nicht. Ich Idiot. Magazin. Die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Na. Hey, Burschi. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sich nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula, das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Lovomat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Psst. Psst. Da kommt sie doch. Wie aus Zauber. Sie verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst. Jetzt sitzt die hier. Ob das wohl als romantisches Essen durchgeht? Love-O-Meter. Guck dir die Unterlippe an von der Tussi. Schnicksi. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goldie, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Ach nee, Rufus. Rufus. Jetzt erstmal den Wurstbot benutzen. Na. Wurstbot aktiv. Wurst. Kann ich für Sie? Wurst. Bitte? Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier ist ein Wurststand. Packen Sie mich darauf rum. Die Sache ist so schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Ah! Klappe. Sicherung. Oh. Was ist jetzt mit der Sicherung? Ich habe keine Ahnung. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat. Und meine Arme. Vielleicht hier wieder einbauen? Ah. Na. Ach, jetzt funktioniert das bestimmt mit dem rechts-links, wa? Ah! Jetzt holst du Händchen raus. Oder schmeißt du Bowlingkugel da auf Hau den Lukas. Ja. Jetzt nur die Frage. The Bowlingkugel? Das könnte die... Ne.
Nee, das... Ach, erst das Ding runter. Der geht da nicht. Der geht ja wieder hoch direkt. Da. Ah, nee. Gitter. Da, ich kann es doch nicht anklicken. Vielleicht kannst du da mit Entchen rausholen. Ja, mach ich doch jetzt. Was ist denn das? Oh, er hat bestimmt Angst vor Wasser oder so. Ich brech ins Essen, ey. Das spielt man mit einer... Das spielt man mit einer Angel. Nein. Hier läuft gar nichts. Einfach nach links. Och, Mann! Wieso geht das denn nicht? Noch eine Niete. Ja, alles Nieten. Klappe mal wieder zumachen. Plutz. So, das. Toll. Wieso geht das Ding direkt wieder nach oben? Schnur nicht lang genug, oder was? Aber das Ding ist ja Hammer. Das Gewicht, ne? Warte mal. Das? Hahaha! So, und jetzt? In die Mitte und dann da rein. Meinst du? Oder in die Händchen. Ups. Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr. Magnetangel. Ja, ja, ja. Jetzt kannst du den Fisch da rausholen, den Schlüssel. Ah, ist das gut, wenn man weiterkommt. Nee, da... Ja, nicht, aber den Schlüssel. Ja, ja. Ich komm ja schon, Ich weiß, wie ist denn auf die Achterbahn gekommen, ne? Einfach draufgegangen und einen Hebel umgelegt. Aber nichts anfassen und so weiter, ne? Hilfe! Ha, es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cool. So, jetzt müssten wir ja hoffentlich hier reinkommen. Da. Ja, und jetzt? Bremse, Kleingeld. Ah! Erstmal das Kleingeld sacken. Und Bremse. Auf Gleis 3 fährt ein Intercity-Express aus Hüfelsbüttel in Richtung Kotzebrech über Sporze, Würfspein und Großübergebersbach. Reise mit Anschluss nach Würfelhusting. Beachten bitte die Auswürfe in Abschnitten. Zurückbleib bitte und Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Ja und ja. Freunde, was es da oben so zu entdecken gibt, erfahren wir im nächsten Teil. Bis dahin, NRW bei 18, adieu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.